Hallo Filmfreunde bei YouTube und willkommen zum zweiten Teil meines neuen Update-Videos. Und den Anfang macht Joyride 2 Dead Ahead. Gut, es ist jetzt eine gelungene Fortsetzung, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eben eine Fortsetzung zu Joyride Spritztour mit Paul Walker. Weiß ich nicht. Also ich finde jetzt, also er kommt ans Original auf keinen Fall ran. Aber an sich ein ganz gut gelungener, eben halt, ja, ich sag jetzt mal, Horror-Thriller. Dann habe ich mir einen der, Kultfilme, auf jeden Fall einen Kultfilm noch geholt, für ganz wenig Geld. Und zwar ist das die Klasse von 1984 in der Deluxe Special Edition. Den Film fand ich wirklich genial. Also, was ich nur nicht verstehe, warum man den Hauptfilm auf DVD 1 und DVD 2 macht. Weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Aber wie gesagt, den Film finde ich richtig klasse. Und ist eben halt auch mit, muss ich gerade gucken, Perry King aus Trio mit vier Fäusten. Und in seiner ersten größeren, größeren Rolle auch, Michael J. Fox. Dann habe ich noch, mal gucken, ob ich das jetzt mal so hinkriege. Ja, andersrum. So, mal gucken, ob das jetzt so geht. Kickboxer 2 bis 4. Wobei Teil 4 meines Wissens keine offizielle DVD ist, weil den es nicht auf DVD offiziell gibt. Hier ist auch kein, beziehungsweise hier... Nee, hier ist auch kein Label irgendwie zu erkennen, welches den rausgebracht hat. Aber wie gesagt, Teil 2 und 3 von Kinowelt in den beiden Uncut-Versionen. Und eben halt dann noch Teil 4 in der Unrated Directors Original Cut-Version. Sprich, einfach nur komplett ungekürzt. Nur eben halt, diese Version ist kein offizielles deutsches Release. Wobei hier hinten dann eben halt noch so ein FSK 16-Logo auch mit drauf ist. Aber... also es ist kein offizielles deutsches Release. Handelt sich aber eben halt um eine gepresste DVD, weil es gibt ja jetzt neuerdings, wenn man auf eine Filmbörse fährt oder so. Ich glaube, das, was ich mal gesehen habe, war hier zum Beispiel von Hulk Hogan. Wie hieß er noch? Der Ritter aus dem All als eine gebrannte DVD. Wo ich mir auch denke, was soll der Mist? Aber und dafür auch noch teuer Geld. Also das weiß ich auch nicht, was das soll. Dann habe ich mir noch geholt, den ich ja auch schon mal im Doppelpack mit Teil 1 und 2 hatte, aber Teil 2 fand ich gar nicht so berauschend. Halbtot mit Steven Seagal. Auch ein ganz guter Actionfilm. Es ist, aber je mehr Steven Seagal macht, also was heißt je mehr er macht, er kommt eben halt für mich persönlich nicht mehr an seine Kultfilme Deadly Revenge, Alarmstufe Rot, da kommt er nicht ran. Also wie gesagt, also das ist wirklich, in dem Sinne finde ich, für mich ist der Zug abgefahren. So, dann habe ich noch von auch Steven Seagal Today You Die in der ungekürzten Fassung, also sprich keine Jugendfreigabe. An sich finde ich die Filme ja alle gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, es ist immer dieser Wermutstropfen, wenn ich mir denke, so von wegen, okay, Steven Seagal, das ist der Mann, der früher Alarmstufe Rot, Deadly Revenge, Nico, Hard to Kill gemacht hat und dass er jetzt wirklich solche Filme nur noch macht, finde ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es ist enttäuschend eben halt. Aber eben halt, um die meine Steven Seagal-Sammlung zu komplizieren, hole ich mir eben halt, aber wie gesagt, da bezahle ich auch immer sehr wenig für. So, dann habe ich noch einen Steven Seagal-Film hier, Out for a Kill. Tom Tattoos, das Tor zur Hölle, wobei deren Untertitel hätten sich auch, sparen können. An sich den Film finde ich gar nicht verkehrt. Den habe ich auch schon mal im Free TV gesehen. Wie gesagt, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, aber ich sage ja, es kommt einfach kein Steven-Seagal-Film mehr an seine Top-Titel ran. Dann habe ich mir noch geholt, welchen ich gar nicht mal schlecht gemacht finde, aber es ist eben halt auch so ein Film, wo ich mir nachher denke, so, ja, man hätte mehr raus machen können. Ich hoffe, ich spreche das jetzt auch gleich richtig aus. Apparition.
Dunkle Erscheinung. An sich, wie gesagt, an sich finde ich einen sehr guten Horror-Thriller. Ich finde auch sehr gut gemacht, aber man hätte wirklich mehr draus machen können. Vor allen Dingen bei einer Laufzeit von 79 Minuten, wo ich mir denke, so, ja, man hätte wirklich mehr aus dem Film machen können. Aber wie gesagt, man steckt ja auch nicht drin in den Kopf von Regisseur oder sowas. Aber aus dem Film, finde ich, hätte man wirklich mehr machen können. Dann habe ich mir noch geholt in der Steelbook Special Edition From Hell mit Johnny Depp und Heather Graham. Also den Film damals, ich hatte ihn auch im Doppelpack, glaube ich, schon mal mit 28 Days Later. Und den Film finde ich einfach nur top. Top, wirklich. Schon allein immer die Story um Jack the Ripper und jemals Johnny Depp, der Detektiv, der ihn jemals jagt und oder beziehungsweise recherchiert, wie und was und überhaupt. Also, wie gesagt, From Hell 1A. Dann habe ich noch mir geholt, den ersten hatte ich zwar schon mal auf DVD, aber ich habe mir jetzt auf Blu-ray nochmal nachgeholt, beziehungsweise die DVD verkauft und Blu-ray jetzt geholt. Star Trek in der 2-Disc Special Edition. Gut, zum Film brauche ich jetzt nicht mehr großartig was sagen. Star Trek hat J.J. Abrams, muss ich wirklich sagen, er hat super hingekriegt, eine Neuauflage davon zu machen. Und dann den zweiten Teil Star Trek Into Darkness. Blu-ray 3D, Blu-ray plus DVD und plus Digital Copy. Finde ich auch eine sehr gut gelungene Fortsetzung. Eben halt auch mit Khan, wie eben halt in der Original, ich sag mal, 10er Filmreihe. Das eben halt, wo er auch im zweiten Teil Khan drin den Bösenwicht gegeben hat. Und wie gesagt, ich finde ihn wirklich genial. Schon allein auch Peter Weller als, ich glaube, Commander oder General, was er jetzt genau war. Weiß ich jetzt nicht genau, aber wie gesagt, finde ihn wirklich super gemacht. Welchen ich mir dann auch noch geholt habe, aber jetzt wieder auf DVD. Das ist der Film, beziehungsweise der Thriller Snitch, ein riskanter Deal mit Dwayne The Rock Johnson. Beziehungsweise er möchte ja, glaube ich, wenn im Filmgeschäft möchte er nur noch Dwayne Johnson genannt werden. Finde ich wirklich gut, wirklich guten Film. Und man merkt auch wirklich, dass, was heißt man merkt wirklich, aber ich finde das gut, dass er eben hat, dass The Rock da mehr, wirklich mehr zeigt, okay, mehr Schauspielerei und nicht nur Action. Und, wie gesagt, ich finde, er hat es wirklich sehr gut gemacht. Und, also wie gesagt, ich finde den Film wirklich nicht schlecht. Dann habe ich mir noch geholt Olympus Has Fallen mit Jared Butler, Aaron Eckhart und Morgan Freeman. Gut, also von der Thematik ist es genauso wie Roland Emmerichs White House Down. Aber eben halt der hier unter der Regie von Antoine Foucault. Also ich finde den Film gar nicht mal schlecht. Gut, die Computer, die Special Effects, die hätte man jetzt besser machen können. Und er hat auch einige Schwächen. Aber so an sich finde ich den Film wirklich nicht schlecht. Also es ist einfach reines Action-Kino. Dann habe ich mir noch neu geholt Red Sonja. Gut, zum Film brauche ich jetzt auch nicht mehr großartig was sagen. Es soll ja jetzt, glaube ich, neu geplant oder ich weiß nicht, ob schon abgefilmt, von Robert Rodriguez, entweder produziert oder auch Regie, ich weiß es jetzt nicht genau, soll ja eine Neuauflage von gemacht worden sein von Red Sonja oder soll in Produktion sein. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wie gesagt, an sich Red Sonja brauche ich nicht großartig mehr was zu sagen. Dann habe ich noch neu die Roland Emmerich Kollektion mit den Filmen Moon 44, Hollywood Monster und Joey. Alle digital remastered. Die Bildqualität ist wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Den Joey, den habe ich früher schon mal gesehen. Den fand ich schon mal gar nicht so schlecht. Den fand ich wirklich super, den Film auch. Auch immer so schön, so Fantasy und auch ein bisschen mit Horrorelementen drin. Der Hollywood Monster habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, was das für ein Film ist. Da habe ich gedacht, von wegen, okay, das ist auch ein ganz interessanter Film. Und eben mal Moon 44. Also, den Film, den fand ich, ich glaube, das war der allererste Film von Roland Emmerich, den ich gesehen habe. Wobei ich noch nie wusste, dass der von Roland Emmerich überhaupt ist. Aber, wie gesagt, die drei eben halt in der
Roland Emmerich Collection Digital Remastered. Und alle drei, gut, hier vorne auf dem Schuber ist eben halt das FSK-Logo, aber sonst haben alle drei DVDs Wendecover, also sprich ohne die FSK-Flaschen. Die FSK-Flaschen, die wir alle so überaus lieben. So, dann habe ich mir noch geholt John Carpenters Ghosts of Mars. Hab ihn damals mal im Free TV gesehen, das ist heute auch schon länger her. Ich meine, er kam zwar letztens auch wieder, aber den hab, wie gesagt, das, wo ich ihn gesehen habe, das ist schon länger her. Und ich fand ihn jetzt gar nicht mal so verkehrt. Gut, also John Carpenter ist für mich seit Starman oder Halloween ist er für mich einfach nur ein super Regisseur. Und aber wie gesagt, er ist nicht schlecht, ist auch mit Jason Statham und Ice Cube. Und Ice Cube, ne? Ja. Ja, mit Ice Cube und Ice Cube versuche ich mich mal. Aber wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein mega super Blockbuster. Aber wie gesagt, ich finde ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich mir in der Platinum Cult Edition, wobei ich ja jetzt wirklich am überlegen bin, ob ich mir danach und nach wirklich dann die alle hole. Beziehungsweise jetzt momentan ist ja nur der erste, Moving Target mit Michael Dudikoff ist ja noch da erschienen, aber da habe ich mir jetzt nur erstmal geholt Black Eagle im Director's Cut. Sprich, eigentlich, Director's Cut ist eigentlich ein bisschen dumm ausgedrückt, weil es ist eigentlich nur eine Extended Cut-Version. In der eben halt Platinum Cult Edition auf DVD. Wobei eben halt hier auch die Originalfassung mit drin ist. Also auf der einen DVD ist die Originalfassung, die ungeschnittene Originalfassung, und auf der zweiten DVD ist die Director's Cut Version. Also wie gesagt, vom Bild her muss ich ehrlich sagen, ist die sogar noch ein Ticken besser, die Veröffentlichung, als die von HDMV. Muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, zum Film wollte ich nicht großartig was sagen. Und der Director's Cut bzw. der Extended, der ist nur, ich glaube, Handlungsszenen sind da mehr drin oder auf jeden Fall eine Handlungsszene ist da wohl, glaube ich, nur das, eben halt das Extended Material. Dann habe ich mir noch geholt The Revenant, Untote wie wir. Oder Revenant, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber den Film finde ich, also ich habe mich teilweise habe ich mich weggeschmissen dabei, weil ich mir wirklich so teilweise so, ja, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so, Comedy-Elemente drin waren auch. Aber an sich ist der wirklich gar nicht mal schlecht gemacht. Dafür, dass es auch so eine, ich sag jetzt mal, Low-Budget-Produktion ist, finde ich den echt nicht verkehrt. Und hat auch nichts mit The Revenant zu tun, den es auch mit Casper Van Dien, meine ich, gibt, der ist ja auch mit Vampiren und sowas. Den habe ich ja auch bei mir in der Sammlung. Dann habe ich mir noch geholt in der Tudor Special Edition Apollo 13. Mit Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon und Gary Sinise. Gut, zum Film wollte ich großartig was sagen. Auch ein super Film von Ron Howard und auch super schauspielerische Leistung von Tom Hanks und den anderen Darstellern. So, dann habe ich mir noch geholt, also meine die letzten vier Titel, die dann jetzt für dieses Update-Video kommen. Erst zuallererst das Remake Evil Dead in der Uncut-Fassung. Hat viele Parallelen zum Original, muss ich ehrlich sagen. Also so einige Szenen und sowas und auch so ein bisschen ab und zu mal so die Kameratechnik. Aber den Film finde ich, was ich bei dem Film wirklich super finde, dass er sich mehr auf die Horrorschiene legt und nicht auf dieses Horror und schwarzer Humor. Das finde ich wirklich, da finde ich den Film wirklich empfehlenswert. Ich habe das erste, wo ich gedacht habe, von wem sie machen, oder die erste Reaktion von mir, wo gesagt wurde, von The Evil Dead bzw. Tanz der Teufel wird ein Remake gemacht, da habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht, weil das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Aber super geil, also kann ich echt nichts anderes zu sagen. Dann habe ich mir noch die 3-Disc Extended Cut 25th Anniversary Edition von Tanz der Teufel 2 besorgt.
Wobei ich ja ehrlich sagen muss, ich habe gedacht, die Holzbox wäre größer, also es würde größer ausfallen. Wo es ja wirklich dann hieß, beim Schnittberichte.com habe ich das ja nachgelesen, von wegen, ja, es würde eine Holzbox rauskommen und überhaupt. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja richtig super Teil. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt mir größer vorgestellt, aber ich finde es jetzt nicht verkehrt, eben halt dann auch hier mit dem Mediabook drin und einem Zertifikat. Also, ich finde es jetzt wirklich nicht schlecht und die Bildqualität ist wirklich, muss ich ehrlich sein, sie ist wirklich besser als im Gegensatz, im Gegensatz zur Erstveröffentlichung von Kinowelt. Also kein Vergleich, absolut nicht. Und mehr kann ich ja jetzt auch nicht wirklich nicht zu sagen. Tanz der Teufel 2, absolut Kultfilm. So, dann meine letzten beiden Filme, die ich mir auf Blu-ray noch geholt habe. Zum einen ist es Man of Steel im 3D Steelbook. Sprich, da ist die Blu-ray 3D und Blu-ray 2D mit drin. Vom Bonusmaterial habe ich gedacht, da kommt jetzt wohl ein bisschen mehr, weil das ist, glaube ich, schon bei der US-Veröffentlichung so ziemlich was am Bonusmaterial drauf sein, aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Das Steelbook an sich finde ich auch gut gelungen mit dem S eben halt vorne drauf. Das gibt, glaube ich, auch noch eins vom Mediamarkt, da ist dann Superman selbst abgebildet. Nur da finde ich das wirklich besser. Und gut zum Film. Gut, es kommt kein Superman-Film für mich an immer die Superman-Originalfilme mit Christopher Reeve ran. Aber Zack Snyder, find ich, hat einen nicht schlechten Job gemacht. Allein die Kampfszenen etc. pp. Finde ich wirklich sehr gut gelungen. Also gut, wie gesagt, es ist, für mich kommt wirklich kein Superman-Film mehr an die von Christopher Reeve ran, aber ich finde ihn wirklich nicht schlecht, Man of Steel. So, und dann zu guter Letzt für dieses Update-Video das Steelbook, exklusiv bei Saturn und Mediamarkt von Pacific Rim. Dem Film, also jeder, der Godzilla, der Transformers, der so, also wie gesagt, solche Kaiju-Filme wie King Kong, Godzilla, wie ich ja gerade schon gesagt habe, oder sonstiges mag, der wird Pacific Rim lieben. Also ich habe den im Kino gesehen und ich fand ihn Bombe. Und auf Blu-ray, gut, wenn man ihn sich in 3D ansieht oder ansehen würde, ich glaube, einige Effekte würden da wirklich besser kommen als in 2D. Aber ich finde ihn wirklich Granate, den Film. Und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der einfach nur stumpf Hirn aus und Popcorn bzw. Popcorn-Action-Kino mag, auf jeden Fall besorgen bzw. ansehen und sich selbst eine Urteilung bilden. So, das waren dann meine, beziehungsweise mein neues Update-Video, aber ich musste es ja wieder splitten, weil es eben halt doch einiges mehr war. Und ja, demnächst folgen natürlich wieder Update-Videos, Unpacking-Videos, Review-Videos, ein Overview-Video vielleicht nochmal wieder von meiner kompletten Sammlung. Und ja, dann würde ich